Hallo und willkommen hier auf dem Buschcamper-Kanal. Hallo. Heute geht es um den aktuellen Stand der Technik. Ihr wisst ja, wir bauen standardisierte Produkte. Das ist das Ziel gewesen, dass wir gesagt haben, wir bauen nicht jedes individuell. Der ist so, mal 3 cm länger, mal 3 cm kürzer, je nachdem, wie der Schweißer gerade drauf war, ja, und welches Maß er im Kopf hatte. Mhm. Nein, wir machen 3D-Pläne. Bei uns schaut ein Auto aus wie das andere. Und es geht um den aktuellen Stand der Technik. Und das ist hier das letzte Fahrzeug, Julian. Das ist das beste Beispiel. Das beste Beispielfahrzeug. Ja. Also das ist das letzte Fahrzeug, das wir gebaut haben. Erklär einfach mal. Ich filme mal so ein bisschen rum und du erklärst einfach mal, was ist jetzt so aktuelle Phase? Also aktuelle Phase ist, dieses Fahrzeug wurde primär gebaut aus Zeichnungen. Das heißt, wir haben die Zeichnungen gefertigt, das Ganze auf CAD und die Bodenkonstruktion sowie auch die Stauboxen, das wird alles auf einen Millimeter, ich sag mal, dargestellt und auch ausgeführt. Wie man sieht, passt es und funktioniert. Und jetzt können wir die Kisten und auch die Bodengruppen werden quasi eine wie die andere gefertigt und gebaut. Ja, also das Ding kommt aus dem... Aus der CAD-Zeichnung. Ja, exakt. Also da ist kein Schweißer sagt, oh, muss ich nochmal messen, mache ich so. Genau. Das ist, der hat seine Pläne, ja. Die Maschinen, die fertigen die Teile, ohne dass die wissen, wo es hinkommt. Und zwar, naja, exakt. Wissen sie schon, aber... Die Maschinen nicht, aber die Mitarbeiter und es funktioniert. So, und was ich also ganz... Also wir haben auch eine neue Stoßstange. Mhm. Das ist jetzt eine Rival-Stoßstange aus Aluminium. Du hast hier einen anderen Schnorchel. Ja, da ist einfach die Bauform hat sich geändert, schnittiger und ich finde ihn halt optisch ansprechender. Ja, ich finde die Stoßstange super, aber ja, passt mal auf. Wir machen einen kompletten Review zu dem Fahrzeug. Mhm. Wenn euch der erste Eindruck gefällt, dann schreibt das mal rein. Aber es wird ein Review kommen dazu. Das heißt, Julian stellt dieses Auto im Detail vor. Mhm. Abonniert den Kanal, damit ihr den nicht verpasst. Der wird jetzt die nächsten Tage kommen. Dieses Fahrzeug wird demnächst ausgeliefert. Das heißt, ich mache den Video relativ zeitnah. Ja. Und wir bringen den dann in ein paar Wochen. Aber abonniert jetzt, damit ihr das nicht verpasst. Julian, die Oberfläche ist mittlerweile ja so glatt. Mhm. Das ist echt irre. Die ersten, kann ich mich erinnern, die waren ja noch ein bisschen welliger. Das ist ja kein Alu hier, das ist nach wie vor GFK. GFK, genau. Wir haben hier leichte und stabile Bauweise eben durch unsere GFK und Aluminium Hybridbauweise. Aber die Oberfläche ist GFK, nicht Alu. Ja, genau, das ist GFK, das Ganze. Optisch einfach schöner. Optisch noch schöner? Ja. Und kannst du das mal zeigen? Du hast doch so eine Platte. Zeig das doch mal. Stabiler. Ja, dadurch, dass wir jetzt, wir haben auch noch das GFK einmal gewechselt. Wir haben jetzt GFK Extreme. Und das Ganze hat viel Glasfaseranteil und die sind quasi über Kreuz laminiert und hergestellt, die GFK-Platten. Hast du nicht alle da? Ja, zeig uns mal. So, also das ist das GFK-Material. Genau, hier haben wir das Seitenteil, das ist auch der Ausschnitt des Fensters von diesem Fahrzeug. Da haben wir einen XPS-Schaum, da haben wir hier einmal die Wabenplatten und dann unser GFK Extreme. Aber hör mal, wenn ich jetzt hier einen Einschlag habe, gibt es keine Beule oder geht es nicht kaputt? Ich sag mal, das ist durch die Oberflächenspannung vom GFK ist es relativ stabil. Ja? Die Beule würde dementsprechend auch wieder nach außen wandern. Und es ist halt, falls mal ein Loch drin sein sollte, leicht zu reparieren. Okay, und wenn ich jetzt das Verhalten, wenn ich hier oben mit Alu beplankt habe oder mit GFK, wo ist der Unterschied? Naja, ich sag mal einfach die Leichtigkeit. So, Aluminium, das ist ein weiches Material und da hat man schnell ein Loch drin. Und eine Beule auch. Ja, und eine Beule, natürlich. So, und es ist auch schwerer, Alu. Ja, es ist schwerer. Und das GFK ist elastisch, beult wieder raus. Auch durch unser, das ist durch die Wabenstruktur, weil das Ganze schlagfest. Ja. Gut, Top-Oberfläche, aber das hält natürlich so nicht. Da hast du auch Unterkonstruktion drin, also wird mit eine Unterkonstruktion eingearbeitet, weil du kannst natürlich keine GF-Platte so einfach mit der Alu-Geschichte verbinden. Aber wie das genau funktioniert? Würde funktionieren, so machen es andere, ich sage Wohnmobilhersteller. Aber wir arbeiten da eben noch Aluminium mit ein, dass das Ganze also Hybridbauweise, Alu-Sandwich, GFK, dass es auch extrem stabil ist und 30 Jahre hält. Also du hast da noch eine Alu-Innenkonstruktion, von der du nicht genau sagst, wie sie ausschaut. Mhm. Sehr schön, okay. Hinten haben wir auch Duschzelt, Stoff oben. Also das Auto ist echt großartig und
vergesst nicht zu abonnieren, damit wir euch dieses Auto speziell zeigen. So Julian, jetzt ist es ja so, es ist wirklich mega hochwertig mittlerweile. Mhm. Es ist wirklich der Knaller. Wo kommt das her, diese Qualität? Ja, also wir haben einfach Fachmänner, wir haben Mitarbeiter angestellt, die wirklich aus dem Fachbereich kommen. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich die habe. Und dann wird es natürlich so, ich will nicht sagen Selbstläufer, aber die möchten halt und die setzen das Ganze um. Und dadurch kriegen wir die gute, annähernd, also die perfekte Qualität. Ja, also ich kann das beurteilen, glaubt mir das. Ich habe sehr viele Mitarbeiter schon geführt und ich Personalthemen habe ich 30 Jahre lang begleitet. Was der Julian gemacht hat, ist super schlau. Er hat nämlich vor allem mal hervorragende Handwerker eingestellt. Ja. Und zwar in ihrem Fach. Egal, ob das Metallbau ist, ob das Schreiner ist, ob das Elektrik ist, ob das Monteure ist. Ja. Das sind, oder auch Lackierung. Mhm. Ja, wir haben jetzt einen eigenen Lackierer. Warum? Weil der Julian gesagt hat, die Qualität ist mir nicht gut genug, die ich einkaufen kann. Und die ich top einkaufen könnte, die kann ich nicht zahlen. Ja, also aus diesem Grund haben wir einen Top-Lackierer und lackieren selber. Genau, und du kannst halt die Qualität immer überblicken, im Blick behalten. Ja. Das ist mir wichtig. Ich musste sehen, wie das Ganze umgesetzt ist, dass ich auch sagen kann, es hält für die nächsten 30 Jahre. Genau, und aber weil wir diese Top-Handwerker haben, müssen wir auch in Serie gehen. Ja. Brauchen wir viele Fahrzeuge natürlich, damit das sich auch rechnet, dass der Preis, den man für diese Top-Handwerker hat, dass die sich rechnen. Da sind wir aber wirklich sehr gut dabei. Und das ist eigentlich das Geheimrezept für gute Qualität. Mhm. Einfach gute Handwerker in jedem Fach. Ja. Und der Mitarbeiterstand ist jetzt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir haben auch noch mal ein bisschen durchgetauscht. Mhm. Das ist auch gut so. Das muss man auch machen. Ja. Die nicht dem Anspruch genügen. Also, ja, und so schaut's halt aus. Bin ich sehr froh und stolz, dass ich so eine Mannschaft habe. Und wir sind von der Kapazität, kann man auch ruhig mal sagen, wir sind jetzt auf einem echten, ehrlichen ein Fahrzeug pro Monat. Mhm. Ja, da das haben wir funktioniert? Das funktioniert. Das hat jetzt wirklich 1,5 Jahre gedauert, bis wir die ganzen Arbeitsschritte so weit untergebracht haben. Und natürlich durch unsere CAD und Serienfertigung steht da nichts mehr im Wege. Ja. Die Fertigung bauen wir, damit wir mehr Kapazität hinkriegen. Wir werden zwei im Monat bauen nächstes Jahr. Ja. Ja. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, das ist eine gute Basis. Also, wenn euch das interessiert, kommt vorbei, macht Termin. Julian ist da. Das ist wirklich sehenswert. Sehenswert, ja. Sehenswert. Ja, die Haptik, man muss es einfach spüren. Es waren auch von der Abenteuer Allrad waren auch sehr viele Leute hier und haben gesagt, ich war auf der Abenteuer Allrad, jetzt will ich bei euch nochmal gucken. Die waren alle top begeistert. Ja. Ich habe hier auch ein bisschen mehr Zeit. Ja, und man sieht einfach auch, man kann den Eindruck auch von der Firma ganz gut sich. Ja. Na gut, also in diesem Sinne, ja, seid gespannt, abonniert. Der nächste Video kommt relativ bald. Tschüss. Ciao.